Hi liebe Leute, hier ist Marc und ich habe heute nochmal was für euch, bevor das nächste Schneevideo kommt, Tutorial. Und zwar, ich habe ja schon das Trainingsvideo gemacht, wie fahre ich im Winter. Das verlinke ich euch jetzt unter den Videos nochmal. Und ich habe natürlich auch mal als Kameramann den Sascha gefilmt, da war es auch Minusgrade. Das war nicht ganz so cool für mich, weil die Hand dann so kalt wird. Und dann hat er mich aber auch gefilmt. Und das, was wir da gefilmt haben, wollte ich euch jetzt auch nochmal als Motivationsclip mitgeben. Mein Tipp ist, macht's wirklich so und fahrt erstmal einen Berg hoch, bevor, wenn ihr morgens im Frost losfährt. Fahrt, weil ihr wollt ja die richtig kalt gefrorenen Trails haben, wo einfach richtig schön kein Matsch mehr ist. Und genau, dann werdet ihr schon mal warm werden. Das ist sehr, sehr gut. Doof ist, wenn man in der Ebene oder bergab losfährt, dann wird man erstmal richtig ausgekühlt. Ich lege meine Socken, Schuhe und so vorher auf die Heizung, das hilft auf jeden Fall auch. Und ich laufe Gott sei Dank schön heiß, wenn ich bergauf fahre. Oft habe ich dann doch eine Schicht zu viel, dann lasse ich wieder eine Schicht ab. Ihr kennt ja das Zwiebelprinzip. Und ich habe meine Handwärmer, die Bike-Pogis, kennt ihr ja auch. Ja, ich würde sagen, macht es, tut es. Hier nochmal was zum Motivieren. Und selbst bei mir hier, ich wohne im Sauerland, wenn nicht krass Schnee liegt, und das ist dort nicht so oft, dann ist der Warsteiner Bikepark den ganzen Winter offen. Also kann man auch gut Bikeparks im Winter fahren. Es gibt auch andere Bikeparks, die offen haben, zum Beispiel Schulenberg im Harz. Da muss man immer auf der Webseite dann gucken, auf Facebook oder so, Instagram, ob die jetzt offen haben oder nicht oder ob die auf Skibetrieb haben. Viel Spaß und fahrt Fahrrad, das ist wichtig.